Das Potenzial, was die Digitalisierung uns erbringt, ist, dass sie uns vernetzen kann. Freiräume geben Akteurinnen und Akteuren in der Hochschulentwicklung die Möglichkeit, sich mit diesem sehr komplexen Phänomen auseinanderzusetzen. Wir wissen noch nicht, wie Digitalisierung sich auf unsere Gesellschaft in den nächsten 10 oder 15 oder 20 Jahren entwickeln wird. Das heißt, es braucht Akteurinnen und Akteure, die den Mut haben, aber auch das Vertrauen genießen, sich mit dem komplexen Feld selber auseinanderzusetzen. Dadurch den Freiraum zu geben, dass sowohl bottom-up, also im Rahmen von im Austausch von Lehrenden und Lernenden mit Rechenzentren, mit Bibliotheken gemeinsam hier Räume gestaltet werden können. Und dass aber top-down von der Hochschulleitung und von der strategischen Ebene das Vertrauen und gegeben wird, ihr dürft mutig sein. Wir zum Beispiel an der TU Hamburg haben eine neue Arbeitsgruppe gegründet, OpenTUHH, in der Vertreterinnen und Vertreter des Rechenzentrums drin sitzen, der Bibliotheken drin sitzen, auch auf Präsidiumsebene die Vizepräsidenten für Forschung und Lehre drin sitzen und in diesem Format ganz neu über die Rolle von Digitalisierung in Forschung und Lehre nachgedacht wird. Und wir können das nicht alleine. Also keine Hochschule kann selbst wirklich innovative Konzepte alleine im Rahmen der Digitalisierung entwickeln, sondern das Potenzial, was die Digitalisierung uns erbringt, ist, dass sie uns vernetzen kann. Das sind innovative Ansätze, wo wir auch jetzt noch nicht wissen, was sie eigentlich letztendlich im Ergebnis sind, aber den Prozess zu öffnen und neue Akteurinnen und Akteure mit einbeziehen, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also der digitale Wandel bedeutet auch, dass sich Hochschulen mit ihrer Kultur auseinandersetzen. Das heißt, sie interpretieren das Phänomen der Digitalisierung sowohl in Forschung und Lehre neu. Deswegen würde ich sagen, das Zusammenführen von den unterschiedlichen Diskursen von Open Education und Open Science ist ein ganz wesentlicher Faktor. Der zweite Faktor ist, dass politische Anreize auch neu gedacht werden. Das heißt, Förderlinien auch genau diese Freiräume unterstützen und Freiräume in der Auseinandersetzung mit dem Thema der Digitalisierung in Lehre und Lernen schaffen können. Und der dritte Punkt, der ganz wesentlich ist das Ausschöpfen von Kooperationen, das Neueingehen von Kooperationen, weil wir nicht in der Lage sind, an den Hochschulen das Thema alleine neu zu interpretieren und zu gestalten und weiterzuentwickeln, sondern dass es neue Akteurinnen und Akteure braucht, die gemeinsam an dem Thema arbeiten.